Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3. Das ist Kevin. Das ist Kevin. Und das ist Outlast. Machen wir weiter. So, wir waren jetzt hier unter einem kuscheligen Bett. Ja, kuschelig. Gehen wir mal raus. Kuschelig, sehr kuschelig. So. La la la, brav die Türen schließen. Übertreib halt, das ist kein Panzer. Ja. So. Diese Lücke lässt darauf hinweisen, dass wir da durch sollen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja. Und hey, da ist ein Klo. Wunderschön. Wunderschön. Und diese Tür, die verleiht einen dazu, verleitet, zu glauben, da durchgehen zu wollen. Und diese Tür schließen wir. Schon witzig, wie er so laut die Türen öffnet und schließt. So. Ja, ist ja auch nicht irgendwie was los, ne? Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir wurden gejagt. Gefoltert. Getötet, mehrere Male. Wir können uns hier verstecken. Das ist immer ein gutes Zeichen. Oh! Pferd! Ich hasse Pferde. Dieses Bild, es repräsentiert Freiheit. Guck mal, die sehen sehr gelassen aus. Also das vordere Pferd hier, ziemlich entspannt, aber da hinten, guck mal, der so, Fotobomb, Fotobomb. Oh, es verfolgt uns einfach, dieses Licht. Wieso haben die nicht sowas integriert, so läufst du einfach hin, so, dumm. Kopf angeschlagen. Oh! Tot. Okay. Okay. Das ist wieder ein Versteckspiel. Gleich kommt wieder unser guter Freund wahrscheinlich. Das war nur ein Jumpscare, da ist niemand. Da war doch ein Schatten. Ja, das war ein Jumpscare, da ist niemand. Ja, aber wo kommt der? Magie. Super. Eine Menge Fantasie. Da hat jemand seinen Kaffee nicht ausgetrunken. Soll ihr Schweine. So, ein Spind. Ach, der spinnt doch. Come away. Oh. Ja, war gerade voll die komische Stimme irgendwie. Fuck off! Entschuldigung. Kauert so in der Ecke. Oh, eine Batterie. Hey, Batterie. Dürfen wir da durch? Oder ist es auch deine Tür? Okay, da können wir durch. Da sollen wir nicht lang, da sollen wir lang. Oh, oh ja. Oh, ja. Ich lasse es mal offen. Falls wir gleich speichert. Das heißt nichts Gutes. Oh, Batterie. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann ist wieder unterwegs. Oh shit. Oh. Schon wieder. Ja, leck mich doch am Arsch, das kann doch nicht wahr sein. Du Wichser! Das war wirklich seine Tür! So, gekonnt einfach um ihn herum. Ja, um ihn herum vor allem. So halber in die Arme gelaufen. Geht er jetzt links rum oder rechts? Rechts! Hilfe! Voll ausgetrickst, Hilfe! Du läufst im Kreis, ne? Ja, das ist meine Taktik. Ah, okay. Um ihn zu verwirren. Wie das gerade aussah, läuft so an, so stolpert, pff, tot. Du wirst mich niemals finden. Typ trainiert keine Beine.
Disco-Pumpe. Oh! Okay. Okay, nächste Runde. Gut, dass ich weiß, wo es lang geht. Oh. Also ich hätte jetzt mehr gedacht. Ich glaube, der hat schon selbst keinen Bock mehr auf uns. Ja. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich weiß echt nicht, wo lang. Schau mal, ob du einen Spind findest oder so. Kommen wir da durch? Nein. Natürlich nicht. Natürlich Sackgasse. Sage mal. Ist hier irgendwie irgendwo ein Spind, wo man sich drin verstecken kann? Oder so? Spiel. Nie wieder twitten. Niemals. Entschuldigung. Willi. Ist das dein Scheiß Ernst? Dieser Geräusch von der. Dieser Geräusch, guter Deutsch. Dieses Geräusch von der Säge, das macht mich voll. Alter! Oh! Ich verstecke mich ganz kurz mal darunter, um die Batterie zu wechseln. Okay. Der Rest, oh. Oh yes! So, okay. Ich bin jetzt mehr orientierungslos. Ich hab kein. Wo ist er lang? Siehst doch. Also entweder da oder da. Ich hab ein sehr ungutes Gefühl. Da ist ein Spind. Nee, doch, da kannst Waren du dich hier? Nächstes Mal verstecken. Waren wir hier? Ich weiß es nicht. Von hier sind wir gekommen. Oh, erst. Wir sind wirklich von hier gekommen. Ja, sag ich doch. Ich. Tschüss! Ja, rechts Spind! Nein! Das ja, lauf einmal im Kreis und dann versteck dich im Spind. Ich wette, der sieht dich nicht. Ich wette. Du läufst falsch. Das tue ich schon mein ganzes Leben. Wo lang? Rechts, links, da rein, da vorne spinnt. Scheiße! Hätte ja klappen können. Mein Leben ist scheiße. Hä, was machen? Ey, das gibt's ja nicht. Ist da nirgends lang irgendwie? Übersehen wir irgendwas? Wahrscheinlich. Ist es nicht vorhin irgendwie, wir müssen das Gas deaktivieren oder so? Beste Idee. Vielleicht ist ever. Irgendwo ein Schalter, den wir schnell drücken müssen oder so. Es Kellogg's. Frühstück, die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ansonsten endet ihr so wie der. Ich wette, es gibt irgendwo einen Schalter oder sowas, weil es ja hieß, dass wir das Ding deaktivieren müssen. Das Gas. Ja? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach Gott, Herr Jemini. Soll ich raus? Ja, mach. Los. Kannst dich nicht ewig verstecken. Also, können schon, aber. Da. Dann. Eine Tür wie jede andere. Oh, wie toll! Okay, ein Schalter. Ich bin mir nicht sicher, aber blinkt da vorne irgendwas? Ah ne, das ist nur das vom Rotlicht da. Oder? Ja, das ist nur von diesem Rotlicht. Okay. Rotlichtmilieu! Oh, unsere grazilen Hände. Oh, was? Schön. Sollen wir raus? Ja, komm. Fürs Let's Play!
Hier ist bestimmt... Ich wette, hier in dem Raum ist ein Schalter. 100%. Ja, das glaube ich nämlich auch. Irgendwas muss hier sein. Oh shit. Oh shit. Hat er uns gesehen? Bestimmt da in dem Raum. Wenn er schon so verdächtig dahin läuft. Du meinst, da rausläuft. Raus. Ja. Ja, jetzt gibt er auch noch voll an. Weißt du? Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch was... Natürlich. Oh nein. Versteck dich recht schnell im Spind. Oder auch nicht. Darf ich? Danke. So. Lass mich durch, du Wichser. Einfach durch. Sage mal. Einfach mal so die Batterie gewechselt. Warum nicht? Hey, diesmal der andere spinnt. Da findet er uns nie. Doch. Beste Folge ever. Definitiv. Scheiße, ich... Ach Leute. Erstmal hier so alles absuchen. Vielleicht kann man irgendwo hochklettern oder so. Kann man da drüber? Nein, scheiße, das ist du. Ja, da kann man nicht durch. Was übersehen wir? Stimmt, der ist auch noch da. Ja. Ja, geil. Hättest dich da unten im Bett unterm Bett verstecken können. Und der hat uns nicht gefunden. So wie vorhin halt. Ach komm schon. Sage mal. Okay. Da wo das Licht an ist, das ist so auffällig. Da muss doch irgendwas sein, oder? Hä? Verstecken noch. Ach so, verstecken. Ach Gott. Scheiße. Ich darf irgendwie Gas zudrehen oder was weiß ich was. Warte mal. Wo könnte was sein? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade auch ziemlich verwirrt. Zwei verwirrte Kevins. Sehr gut. Top. Top. Gibt nichts Besseres? Hallo? Was ist denn eigentlich, wenn du links weitergehst? Da geradeaus. Warst du da schon? Oder ist da nur eine Wand und fertig? Da ist noch dieser andere Raum, wo man sich auch nur verstecken kann. Ach so. Kann man da irgendwo rauf? Oder? Da war vorhin noch so ein blaues Ding, wo du möglicherweise hochspringen kannst, aber ich weiß nicht. Ist da was? Ja, noch so eine Tür. Da kann man sich auch nur verstecken, oder? Wahrscheinlich. Mann! Ich hab grad übelst keinen Plan. Was ist das? So. Blinkende Folie. Wow. Voll cool. So. Wir haben keine Batterien mehr, kann das sein? Nach der sind wir erledigt. Sind wir da? Sehr gut. Sehr gut. Ich gehe ganz langsam und vorsichtig hier durch. Da ist eine Blutspur. Sowas ist immer gut. Ach, da ist diese komische Tür, scheiße. Ja.
kommen wir auch nicht weiter. Birgt sich da vielleicht ein Geheimnis? Da kann man hoch, irgendwo. Du willst mich doch verarschen. Ach Gott, ernsthaft? Die ganze Zeit? Really? Ja, Es war simpel. Es war so simpel. Och Mann. Jetzt steht er da und ist ganz sauer. Nee, jetzt kommt er da. Gas holen. Okay, hier kann man das Gas ausdrehen. So, hoffentlich. Yay, Batterie. Sehr gut. Oh, Alter. Ich bin gerade nur minimal angespannt. Wenn wir das jetzt drehen, weiß er natürlich, wo wir sind. Das ist halt das Ding. Egal. Speichert. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Okay. Alles klar. Heißt, wir müssen wieder dadurch und da kommen wir auch hier. Nein. Nee. Nein, natürlich nicht. Und hier haben wir auch keinen anderen Weg. Das heißt, wir müssen wieder dahin und der wird wahrscheinlich schon in der Nähe sein. Boah, Alter. Diese Tür. Inhalier's. Ah, yeah. That's some good shit. Alter. Blöde Kacktür. Er macht sich Rinderrouladen gerade. Garantiert. Aus Rindern. Ja. Ich denke mal, dass du wieder komplett zurück musst. Weil ja. Da irgendwas war von wegen... Mach scheiß Gas aus, du Pisser. Und mal, hat da links was geblinkt? Das war, glaube ich, auch nur so leuchtsignalmäßig. Meinst du? Ja. Ich hätte jetzt einfach hochgespannt. Ich wäre jetzt einfach aufgestanden und geguckt. Mann! Warum? Ja, jetzt da. Ist nochmal gut gegangen. Stell dich auch so an die Tür so. Es tut mir ich leid. Vermisse dich auch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss. Nein, ich muss gehen. Blick nicht zurück. Ich muss gehen. Alter, diese Tür. Diese Türen, die verpassen mir so eine fucking Gänsehaut. Die Türen sind erschreckender als der Typ, Alter. Ohne Scheiß. Boah. Also so eine laute Tür. Da kann ein Typ mit der Kettensäge kommen, aber so eine laute Tür, boah, das geht gar nicht. Nee. Das geht gar so, nicht. Absolut. Nein, no go. Nein. Okay. Handy hallo. Auf zu vibrieren. Lass den Scheiß. Hashtag professionell und so. Wer hat die Lampe ausgemacht? Ja, ein dunkler Raum. Bestimmt der Typ mit der Kettensäge. Oder die Tür. Ich wette, die Tür war's. Scheiß Tür. Blöde Tür. Okay, wo müssen wir lang? Rave Party. Okay. Es ist zu lange ruhig. Es ist zu lange ruhig. Okay. Na la 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 la. Verstaub ich hier. Es ist ruhig. Ist doch gut, dass es mal ruhig ist. Oh, ein Skelett. Cool. Aber ihm fehlt der Kopf. Es ist einfach viel zu ruhig gerade. Ich misstraue diesem... Momentum. Eigentlich würde ich diese Situation jetzt nutzen, um dich zu erschrecken, aber... Ich weiß. Wie das kann macht der der Typ schon für mich. Wie kann der schon wieder hier sein? Wie kann der Typ schon wieder hier sein? Der Typ ist überall und nirgendwo und das gleichzeitig. Boah, Magic. So, warte. Wir müssen doch eigentlich komplett zurück, oder? Oh. Kamera, mach keinen Scheiß. So, komm mal wieder klar hier.
Ist man wirklich wieder komplett zurück? Ja. Ach, warte, links war doch noch irgendwas, oder? Nee, da war der. Warte, da war nur die Batterie wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. Ich hab's vergessen, meine Sprachfehler. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist genauso kurz wie von dem Typ mit der Kreissäge. Und mein Deutsch auch. Ja. Ja, blöd. Geh halt zurück. Wenn du nicht weiter weißt, geh halt zurück. Geh ins Licht. Dort bist du sicher. Der hat gerade Pipi gemacht. So ein Tropfen. Warte, wir haben das Gas aufgedreht. Warte, da waren davon nicht irgendwie noch mehr Türen? Da waren doch zwei Türen. Und wir sind durch die eine gegangen. Hallo? Der ist ein Rollstuhl. Oh Gott, nein! Alles nur kein Rollstuhl! Ein Rollstuhl! Ey, warte mal, geh mal zurück. Links, hoch. Rechts. Nein. Ist das ein Schacht? Kann man da hoch? Nein. Das ist. Also, der ist zu. Furzentlüftungsmechanismus. Alles klar. Nein, da kam da ist unser Kumpel wieder. Da kamen wir her. Ja, aber irgendwo. Aber warte, hier. Der ist doch. Der hat uns doch durch diese Tür erschreckt. Wird er jetzt da wieder drin sein? Nee, der hat abgeschlossen, als er raus ist. Der Dreckskerl. Was fällt dem ein? So ein Dreckskerl. Heute ist doch Tag der offenen Tür. Du Mann. Oh Gott. Wenn die Witze schlechter werden. Und wer hat das so hingestellt? Und warum? Das ist die Frage. Jemand so dahingestellt, so, erstmal schlafen. Boah, das ist es. Komfort. Da hat sich einer wie ein Innenarchitekt gefühlt. Boah, so, boah, das ist es. Es ist so ästhetisch. Genau wie dieser Typ. Ach, die Lampe. Die arme Lampe. Oh. Der hat definitiv zu hart gefeiert. Gönn ich ihm. Nie wieder Alkohol. Ich weiß nicht, laufen wir in die richtige Richtung? Keine Ahnung. Da. Sind wir da durchgekommen? Nee, ich glaube nicht. Ha, wir sind ein Ladebildschirm. Haben wir es geschafft? Haben wir das Spiel geschafft? Wir sind weitergekommen. Ist gut. Immerhin. Das ist gut, meine Freunde. Und wieder dieser Ladebildschirm. Geht ihm einer ab. Oh, Ladebildschirm. Oh. Boah, also wenn du jetzt nicht hier wirst. Boah. Ich will es nicht wissen. Pandy Drop. Jizz in my pants. Jizz in my pants. Und es speichert. Oh. Es ist. Wir sind draußen? Wir sind draußen. Und es ist sehr nebelig. Scheiße, ey. Wir sehen also nichts. Nebel ist scheiße, ja. Warum ist es so neblig? Snoop! Ich wette, dein Fernseher ist einfach nur kaputt. Snoop, bist du hier? Smoke weed every day. Sehr beunruhigend. Oh, guck dir mal diesen schönen Boden an. Oh, ich muss ihn anfassen. Berühren. Guck mal, vor allem. Wie läuft Fuß? Der Fuß? Achso, ja, natürlich. Der hat ja eine. Ja, ja. Macht irgendwie Sinn. Aber trotzdem. Sieht komisch aus. Schritt für Schritt, wie wir es gelernt haben. Ein Fuß nach der anderen Hand. So, Rohre. So bei der Bundeswehr. Hand 2, 3, 4. Du Hanswurst. Hört ihr es? Das Niveau, es sinkt wieder. Hört ihr, wie das Niveau sinkt? Ja. So. Oh. Hey, da war eine Karte. Geh mal zurück.
Geh mal zurück. Was? Wo? Guck mal runter. Was? Hä? Runter, umdrehen. Da, Karte. Ihr wisst, was das bedeutet. Eine verpixelte 9. 9 Karo, das ist wichtig. Merkt euch das. Merkt euch das. Zum Ende des Spiels wird das wichtig. Ja, definitiv. Zum Glück bin ich Detektiv. Lass mich den auf die Spur gehen. Auf die Spur? Ich gehe auf die Spur. Ist das mein Schuh? Vor allem Schuh. Er trägt keine Schuhe. Dann vielleicht am anderen Fuß. Wir sind doch jetzt auch verrückt. Wir sind doch jetzt auch verrückt. Ich traue der Situation nicht. Ich traue dem Baum dann nicht. Scheiß Baum. Ich blöde Natur. Oh, Rinde. Oh. Rinde ist so geil. Oh. Vielleicht hat der Baum noch. Kannst dich so. Mergol muss riechen. Guck mal, da ist Licht, da musst du bestimmt hin. Ah! Wow, what the fuck? Was war das? Ich bin minimal zusammengezogen. Minimal. Oh, Schatz. Suppe. Schatz, bist du da? Schatz, hast du einen Topf gemacht? Schatz, ist es wieder an der Zeit? Wofür? Hast du wieder deine besonderen Tage? Boah, das sind Tage, Alter. Schatz. Alles raus. Fontäne. Das würde das hier klären. Tja, Fehlgeburt. Was ist das? Müll. Ich glaube, das sind Gedärme. Nein, das ist Müll. Oh, mal Hände ab. Oh. Schatz, voll in das die riecht Suppe. Nach dir. Voll in die Suppe. Alter, gleich. Oh, ich so wie beim Sex. Was? Ach, der hat unsere Freundin kennengelernt. Da müssen wir hin. Die Leute laufen da weg, wir laufen hin. Wir sind mutig. Lass uns das klären. Wäre vielleicht cool, wenn wir eine Axt dabei hätten oder so. Ich hab's heute mit meinen Sprachfehlern. Schlimm. Das ist immer so. Ich weiß nicht, im Livestream passiert mir das auch voll schnell. Sich vielleicht noch langsamer bewegen. Ha, Fußspuren. Da wusste einer nicht, wohin. Ich stelle mir das gerade halt so bildlich vor mir. Oder so Benny Hill. Ja, genau. Die haben sich so gejagt. Das ist so ein Kreis. Er speichert. Gesund. Was? What the fuck? Da kommt gleich einer raus. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay. Hey, da war ein Toaster. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib da jetzt. Ich setz mich auf den Stuhl und warte, bis das Let's Play vorbei ist. Genau. So. War da auf dem Tisch ein Toaster? Nee, doch. Das ist kein Toaster? Ich dachte, es wäre ein Toaster. Aber es ist kein Toaster. Hm. Wir können uns keinen Toaster machen. Ach stimmt, an der Stelle wollte ich noch die Anna grüßen. Hallo. Ganz Hallo, random. Anna. Ganz random wieder. Sollen wir hier ein kleines Folgenpäuschen machen? Ja. Ja, komm. Ja. Komm, ja. Wir sind ja gleich wieder da. Wir sind ja gleich wieder da, ne? Genau, wir setzen uns hier nochmal auf den Stuhl. Das schaffen wir nicht. Komm schon. Erstmal hier Warm-up. Aufwärmen ist wichtig, meine Freunde. Der Boden ist heiß. Ah, ja, der Boden ist Lava. Au. Ah, der Boden ist Lava. Okay, ja, dann würde ich sagen, kleines Päuschen wieder. Dann sehen wir uns gleich unnötig, wieder. Voll unnötig, erstmal so aufgewärmt und dann kleines Päuschen. Aber egal. Ja, das war schon ein hartes Workout, muss ich sagen. Wir sind hier die ganze Zeit durchgerannt und... Erstmal
erstmal eine Verschnaufspause. Ja. Und dann Snergoy wieder durch die Landschaft kriegt. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.